Next. Ja, bitte. Ich habe jetzt genug Schwänze gesehen. Womit wir nochmal auf das Thema kommen, dass du bitte meine Videos nicht mit Sachen kaputt machst, die ich zensieren müsste. Nein, wo denkst du nur hin? Bitte tu's nicht. Wagen ziehen. Oh, sowas wieder. Maya und Luke wurden beauftragt, die Waren aus zwei Wagenketten mit Hilfe ihrer pelzigen Freunde auszuliefern. Bewege die Wagen so durchs Stadtzentrum, dass sie auf der anderen Seite ankommen. Berühre die Figuren und führe sie mit dem Touchpad den Weg entlang, den sie nehmen sollen. Cool. Okay. Oh, weia. Ach so, Ja. okay. Na, das kann ja nicht so schwer sein. Das sagt man nicht. Okay, Ja, also komm. das Jetzt Rätsel ist mal in drei ehrlich. Zügen lösbar. Ja, wirklich, es konnte echt nicht schwer sein eigentlich, ja. Also, was war das denn jetzt bitte? Geschwollen wie der Das war kein Lehrling des Rätsel, das Professors. war. Also, ich muss aufpassen, dass ich dieses Rätsel dann noch in die Beschreibung vom Video reinschreibe. Deswegen müssen wir jetzt ein wenig hier drin verweilen, damit ich das merke, dass da ein Rätsel war. Es wird uns nicht schwerfallen zu verweilen. Toll, das war perfekt gelöst. Selbst die Antwortkarte hier am Ende, die hilft Ja. nicht weiter, das Rätsel zu verlängern. Kürzestes Rätsel im Spiel. Höchst beeindruckend. Rätsel sind die Nahrung des Verstandes. Nom, nom, nom. Ich glaube, ich esse meinen Verstand gleich auf. Nom. Tiere verstauen. Das gleiche nochmal, bloß mit Tieren. Oha. Naja, für 30. Ja. Das ist ein beliebtes Kinderrätsel, in dem es um Tiere geht. Versuche es zu lösen. Hier sind 7 Puzzleteile mit Tierbildern. Jeder hat eine andere Größe und Form. Jeder kann um 90 Grad gedreht werden. Das Ziel ist es, alle Tiere ohne Überschneidungen in die einzelnen Ställe zu bringen. Und es sieht auf den ersten Blick einfach aus, kann aber ganz schön schwierig sein. Darf man die auch um 180 oder 270 Grad drehen? Wahrscheinlich nicht. Um 360 Grad? Okay. Oh Gott, das sieht schon mal so aus. Muss aber nicht stimmen. Oh Gott, das ist ja dann alles so. Erstmal alle raus und gucken. Ich würde jetzt sagen, es könnte erstmal so sein. Ja. Dreh dich, du blöde Kuh. Nee. Okay, dann. Erstmal wirklich alles raus und dann schauen wir mal. Also das oben links ist relativ klar wieder. Ja. Wow. Ach Musste so, nee, du. das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich meinte das, was oben links vorher lag, aber das, ja. Welches jetzt? Oben rechts liegt es jetzt. Das da? Ja. Einmal drehen und dann bist du schon oben in der Mitte richtig. Ach so, ja. Das ist echt ein Kinderrätsel gerade. Aber vielleicht wird es ja noch schwerer. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist. Jetzt wird es langsam doch etwas. Ach so, hier ist noch einmal was. Ich glaube, ein paar von denen sind auch gar nicht so schwer. Oder. Was richtig fies wäre, die Kuh und der Esel sind gar nicht so. Obwohl, warum sollte es nicht? Aha. Nee, das ist noch nicht. Schade, weil fast hätten wir es. Das, der Hase gehört bestimmt woanders hin. Der gehört oben in das zweite von links, der Hase. Ja, warte mal, nee. Ich mach was anderes. Ach so, ah, ja. Ja. Hier so. Aber Das war dann. vorher schon richtiger. Und die Kuh kann dann unten nach rechts. Also dieses, was du gerade hast. Wo? Unten rechts.
Unten rechts, hier hin? Ja. Stimmt, das, ja. Ja. Und ich habe sogar noch einen Stall frei. Aber, wieso? Ah, der Esel. Esel? Passt nicht? Ah, der hab ich übersehen. Der ist viel. Mist. Das ist doch falsch. Interessant, interessant. Dann gehört dieser komische Vogel da oben hoch. Was? Der unten in der Mitte jetzt liegt. Der komische Vogel? Oder was ist denn das? Ich erkenne das, das alles nicht. Ein Bunny. Nee, das meine ich nicht. Das war, glaube ich, schon richtig, wo es lag. Ach, der gehört... Nee, hier nicht, oder? Nee. Dreh's mal. Passt es nicht? Nee. Ist zu lang an allen Seiten. Aber das könnte eventuell noch... Erst mal gucken. Ah, warte mal. Nee, ach, das Ding ist ja... Das ist echt doof, das... Aber warte mal, wenn ich... Ach, das geht ja auch nicht. Und das geht sowieso nicht. Welche Teile gibt es denn überhaupt, wo unser Freund Blase hier reinpassen würde? Das hier, ne? Mhm. Und sonst eigentlich nichts, außer das von der Kuh, aber das ist unmöglich. Mhm. Okay, dann... Aber wo soll denn das Schwein dann noch hinpassen? Ah, warte mal. Dafür? Nein, oder? Ja, den wollte ich weg haben. So. Den drehen. Der passt jetzt dahin. Das ist, glaube ich, richtig. Aber wo passt denn jetzt noch der Esel hin? Unten links? Unten in der Mitte, Entschuldigung. Unten in der Mitte? Ja, aber... Anstelle von dieser... Was soll das denn sein? Das mit dem grünen Ding auf dem Kopf. Das ist auch... Aber hier, warte mal. Genau, und das würde ich dann ganz weg. Dann aber so? Aber wo passt denn jetzt der noch rein? Nach rechts. Ah, nee. Doch, hier, klar. Und dann den Hasen, dann haben wir's. Jetzt haben wir's wirklich. Wow. Uiuiui. Oh. Kniffliger als gedacht. Ja. Nicht so schnell wie Wagen ziehen. Professor, geschafft! Gut gehoppelt. Das Geheimnis dabei ist, dass nicht alle Ställe benutzt werden und in manche zwei Tiere gepackt werden. Selbst das einfachste Rätsel kann zu einer Herausforderung werden. Und was lernen wir in diesem Rätsel? Dass es egal ist, in welche Richtung der Schwanz zählt? Ja, genau! Außerdem lernen wir etwas über Tierhaltung. Massentierhaltung. Es dürfen auch doppelt verschiedene Tiere in Ställe reingezwängt werden. Solange die einander nicht auffressen. Ja. Ach nee, das hätte man noch dazu packen müssen in dem Rätsel. Höchst beeindruckend, bla bla bla. Okay, keine weiteren Rätsel. Perfekt. Ich will aber jetzt wissen, wie es weitergeht noch. Auch wenn eigentlich die Zeit nicht mehr so reicht. Reicht die Zeit noch? Naja, es sieht nicht so aus, als ob die Zeit noch reichen würde. Und als ob die Ritter nach uns gesucht hätten. Hier. Also, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen durch den Geheimgang. Sophie, du kennst den Weg doch noch, oder? Du meinst den Gang, den wir gestern benutzt haben, um zu entkommen? Genau. Die Luke. Luke, woher weißt du eigentlich von diesem geheimen Gang? Von dieser geheimen Gang? Ich beschütze ihn. Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas hier im Gericht gibt. Naja, es war ein verstecktes Rätsel. Es gibt einen geheimen Gang im Gericht. Das ist der fünfte, nee, der wievielte? Bei einem Fünf-Gänge-Menü ist das der sechste Gang. Ach so. Das ist der geheime Gang im Gericht. Oh, warte mal. Nee. Da muss man nach dem letzten einfach noch 10 Minuten sitzen bleiben, wie so bei einem Hidden Track auf einer CD. Was? Ja, genau. Richtig. Naja, es war ein verstecktes Rätsel. Die richtige Lösung hat die Tür geöffnet. Ich habe die Tür wieder geschlossen, nur um sicher zu gehen.
Ich muss nur das Rätsel wieder lösen, um den Weg frei zu machen. Das geht doch von hier aus gar nicht. In Ordnung, ich überlasse das dir, Luke. Alles klar, der Eingang ist direkt dort drüben. Oh, neues Rätsel. Oh. Labyrinthias Irrwege. Der Gang, der zum Gerichtssaal führt, soll in der Nähe sein. Das richtige Feld muss folgende Bedingungen erfüllen. Herr Wright und ich müssen nur eine oder zwei Steinbrücken überqueren. Die benachbarten Felder sind nicht mit den Flaggen dekoriert. Eine Kerze beleuchtet das Feld und nicht mehr als zwei andere Felder berühren seine Seiten unmittelbar. Diagonale Felder ausgenommen. Was? Oh Gott. Wie? Also nur eine oder zwei Steinbrücken müssen die beide jeweils oder insgesamt? Beide jeweils, denke ich. Denke ich auch. Eine Kerze beleuchtet das Feld, nicht mehr als zwei andere Felder berühren seine Seite unmittelbar. Diagonale Felder sind ausgenommen. Nicht mehr als zwei, also entweder eins, also entweder ist es, also ich, es ist, ja, entweder eins oder zwei, aber nicht drei. Damit könnten wir ja über die Notizfunktion allein schon das Feld ausschließen. Mhm. Auch das hier und das hier. Mhm. Das da. Das sowieso. Du kannst doch die mit Kerzen gleich ausschließen. Mit ohne Kerzen meine ich. Mit ohne Kerzen, okay. Dann das auch noch. Das da. Was war noch? Zwei unter dem, den du gerade hattest. Also das hier noch weg, das noch. Bis drunter auch? Ja. Ja. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Okay, die drei da unten können es sein. Die restlichen hier auch. Ganz unten links in der Mitte das Fass kann es auch nicht sein. Das Fass kann es auch nicht sein. Wieso nicht? Weil da drei angrenzen. Ach nee, da ist eine Brücke dazwischen, ne? Ja. Warte mal, wir haben. Aber wenn Luke da unten hin will, hier, also die in die drei. Muss er über drei. Genau. Die können weg, ja. Okay, wo muss denn Phoenix mindestens drei benutzen? Ich glaube. Die bei Luke oben. Die hier auch. Ja, und die bei Luke oben auch. Okay, die bei Luke oben auch. Eins, zwei, drei. Ja, hier die auf jeden Fall. Wei, wei. Wo muss denn Luke 3 mindestens benutzen? 1, 2, 3. Die bei Phoenix. Klar. <Ja. lacht> Macht Sinn. Okay, was bleibt denn noch übrig? Also hier haben wir auch ein Feld, was wir nicht nehmen können. Hier haben wir ein Feld, was wir nicht nehmen können. Hier ist keine Kerze. Hier ist keine Kerze. Hier ist keine. Bleibt also noch das mit dem Schild dort zum Beispiel. Wieso muss die Kerze draufstehen oder nebendran? Drauf, glaube ich. Ja. Und ja, ich hab dann kann das Schild ja auch weg. Das Schild kann auch, oh ja. Stimmt, da auch nicht. Okay, was bleibt denn jetzt noch übrig? Okay, Phoenix kann dorthin mit einer Brücke. Du kannst dort, oh Gott. Jetzt sind aber immer noch ein paar übrig. Welche Kriterien hatten wir jetzt alles? Die Brücken, die Kerzen, die angrenzenden Felder und? Die benachbarten Felder sind nicht mit Flaggen dekoriert. Okay, die schließen wir jetzt auch noch aus. Dann müssten wir es ja haben. Warte mal, hier ist eine Flagge. Das ist nicht oben. Ja. Also sind die beiden hier schon weg. Das sind beides Flaggen, ne? Ja. Stimmt, ach, sehe ich da oben ja. Genau, gut, dann müssten wir es ja eigentlich bald haben. Mhm. Hier ist noch, die beiden müssen wir auch ausschließen, weil Flaggen. Mhm. Die benachbarten sind nicht mit Flaggen bedeckt, ne? Mhm. Also die Flagge, die können wir hier noch lassen. Ja, die wird's wahrscheinlich auch sein. Ja. Denn bei allen anderen sind Flaggen. Genau. Richtig. Ja, jetzt haben wir alles ausgeschlossen. Jetzt haben wir nur noch ein Feld übrig. Das da.